Preis am Tageslicht. Aha. Top, und ich komme genau quasi in der Nähe von unserer Bude raus. Auch wenn man nicht viel von dir hört, man hört auf jeden Fall, dass es dir schmeckt. Man hört auf jeden Fall, dass es dir schmeckt. Was? Ja, was auch immer du da frisst. Oder jetzt das trinkst. Das ist überhaupt nichts. Oder trinkst. Weder noch. Aber grad, ich habe gerade ein Glas Zeugs getrunken. Ja. Milch. Nee, so Diät-Scheiße. Ja, Christian hat eingekauft. Ach, sind deine Eltern immer noch nicht wieder da? Ja, morgen. Und ist die Bude, ist die Bude aufgeräumt? Ja, Christian hat gewischt heute. Boah, ich finde keine Höhle. Hier sind doch überall welche. Ja, ich habe auch noch keine gefunden. Wie geil der mal rülpst, wenn er gegessen hat. Jetzt könnte ich doch gleich mal eine finden eigentlich. Hier ist zumindest ein großer Berg. Ziemlich viele Kühe. Schafe. Lol, wie geil sieht der Berg denn aus? Sieht aus wie eine Pyramide ein bisschen. Bauen die scheiß Zombies jetzt schon, wenn es nur regnet, oder was? Nee. Aber wenn es nicht, ich glaube, wenn es nicht so... Ah, eine Hülle. Wenn es nicht so dunkel, nicht so hell ist, dann vielleicht verbrennen die dann nicht oder so. Noch ein paar Level snacken, für, damit wir gleich auch schön was verzaubern können. Welchen Level bist du denn, Wilson? 24. Mir sei jetzt 20. Wobei du gut, du warst ja gerade unten, das heißt. Ich denke mal, wenn ich unten rauskomme, dann werde ich auch wieder so 24, 25 sein. Oder mehr eigentlich. Hey! Was? Hast du die Scheißplatte vor meiner Tür weggemacht? Nein. Oh oh, ein Skelett. So scheiße zu treffen, die Viecher, ist unglaublich. Ah, die Höhle könnte doch schon mal ein bisschen ergiebiger sein hier. Gesundheit. Hm? Lieber Matthias. Was denn? Hey, was laberst du immer? Das ist nicht, was du immer hörst. Ich mache überhaupt nichts. Ey, ja, frag Markus, er hört das auch immer. Ja, eben, aber gerade nicht. Yes. Beschwer dich nicht, du nutzt ja immer mein Mikro, ja? Mhm. Oh, erstmal ein bisschen hier Kohle abbauen, damit wir mal ein paar Level kriegen. Hast du das Portal schon gebaut? Bin dabei. Muss mir gerade noch Feuerzeug machen. Wie geht denn das? Über Eck einfach Eisen und Feuerzeug oder was? Und ja. Feuerstein? Ja. Ein Eisen oder in der Mitte und darüber ein Feuerstein. Ne? Ja, diagonal. Also, oder ja, diagonal darüber. Alter, jetzt bin ich hier. Oh mein Gott, jetzt ist ja noch riesig was drunter. Ja, komm, da gehen wir mal direkt runter. Nehmen wir mal eine Abkürzung. Du hast jetzt gesagt 4x5, ne? Ja, aber du kannst die Ecken mit Stein auskleiden quasi. Ja, egal, ich hab 16. Ja, das ist doch schwachsinnig. Dann verschwendest du zwei Obsidian. Ja, und? 4. Ja, 4, stimmt. Kleid die Ecken doch einfach mit Stein aus. Ja. Wir brauchen das Obsidian auch noch für den Zaubertisch. Ich hab doch genug. Aha, Lava, okay. Welche Ebene bin ich denn hier? 48, eieiei, viel zu hoch. Na komm, nutzen wir die Zeit und räumen wir hier ein bisschen auf. So. Ist das denn noch, gibt es eigentlich noch diesen Bug, dass man im Nether nicht dann, dass diese Skelette einen da nicht sehen? Keine Ahnung. Ja, solange du nicht angreifst, machen die nichts.
Hast du es heute noch gemacht, oder was? Ja. Na ja, gut, dann bist du ja wohl auch alleine, dann müsst du auch alleine normalerweise da überleben. Ja, diese Feuerviecher, die schießen dich trotzdem ab, oder nicht? Ja, aber der, das ist ja dann nur ein Viech. So. Wir werden es sehen. Es ist gerade gutes Wetter draußen. Wieso? Nee, es regnet. Mit Real Life oder im Spiel? Game. Scheiße, mich verzockt. Ja, top. Was? Ah, geht doch. Ich dachte. Ich wäre gewesen in Bug. Aber ging doch, ich habe erst nichts gesehen hier im Nether. Alter, ich kann nichts mehr. Doch, jetzt kann ich doch wieder was aufnehmen. Er gab bei mir auch gerade mega Lag. Ja, bei mir, also Lag nicht, aber ich konnte irgendwie nichts mehr abbauen, gescheit. Bauen wir erstmal. Knall war erstmal voll mit Öfen hier, ne? Öfi. Ah, oh, dieser Junge mit seinem verkackten Handy, ne? Nein, wieso hab ich denn jetzt keine Sticks mehr? Der Lebensgefährte schreibt wieder. Wo bist du? Ja, wo bist du hin? Bon, bon. Kann man eigentlich mit diesem Netherquarz anfangen? Bauen. Danke. Ja, das sieht dann so aus, ist hinter halt weiß. Weiß, ne, wenn du das. Weiß. Wenn du da, weiß, wenn du da Blöcke rausmachst, dann ist hinter weiß quasi, ne, dann. Kannst du mit deinem Lebensgefährten in ein schönes weißes Haus ziehen. Machst du noch ein bisschen rosa Wolle und dann machst du noch ein Herz draußen dran. Oder für eine Scheiße laberst. Man nannte ihn Manja. Halb Bild, halb Tanja. So, die Öfen laufen. Das hast du aber gehört, Markus. Ja, hier ist gerade irgendwas explodiert, aber ich weiß nicht was. Nein, das ist nicht explodiert, da hat irgendwer seine Maus auf den Tisch gekloppt. Irgendwas hat mir gerade hier mit zwei Leben. Ach, hier so ein Feuerviech. Ein Kack-Schießvogel. Oh, ich muss mich doch mal hier verpissen. Toll, der hat das Portal ausgemacht, der Hurensohn. Geht das? Ja, das. Hä? Der hat das Portal ausgemacht? Ja, das wieder eine Scheiße in der Mitte ist weg. Warte, ich zünd das nochmal wieder an. Jo, ist wieder da. Alte Lava kotzt mich so an. Das ist die unnützeste Erfindung hier, echt. Ja, ohne Scheiß. Und das sind da ein paar Diamanten und dann fliegst du wieder da rein, wahrscheinlich. Ja. Ah! So nicht. So, Pflasterstein. Alter! Der Lurchi schießt mit Flammen auf mich hier. Ich dachte, du bist der Lurchi. Nein, das hab ich so rausgenommen. Ach, mach doch hin hier. Oh, Papa brennt. Lösch mich. Wäre eigentlich am geilsten, wir würden jetzt Bild sehen, aber mit deinem Kackerrechner, da kannst du es ja voll knicken. Wir können nicht mal Minesweeper aufnehmen mit seinem PC. Draußen gewittert's, ne? Hörst du das auch, Markus? Mhm. Zum Spiel, du Horst. Könnten aber auch Explosionen. Ja, das meine ich ja. Aber... Klar, dass das jetzt nicht vor der Haustür ist.
Könnten aber auch die Explosionen gewesen sein, hier, die einfach bei mir. Wie soll das denn gehen? Weiß ich nicht. Wie soll ich denn hören, wenn bei dir im Nesa irgendwas explodiert? Keine Ahnung. Das erklär mir das mal. Weiß ich nicht. Ja. Siehst du? Wie soll ich das hören? Antwort? Gar nicht. Gucken. Weißt du ungefähr, wie lange wir aufnehmen? Wer? Hä? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt aber nicht jeden Piss Eisen hier mit. Halbe Stunde, denke. Länger nicht. Ja, vielleicht 40, ich weiß nicht genau. Sehe ich nicht irgendwie, wann ich mich da zu dem Server connected habe oder so? Ja. Oder? Oder. Ah, kaputt. Wann haben die Skelette selber Schwerter in der Hand? Die haben auch Rüstung an mittlerweile. Ja, teilweise haben die auch Gold- und Diamantrüstung und so. Hey, würde mich nicht wundern, wenn irgendwo ein Spinnenspawner ist. So viele von den Viechern, wie hier gerade rumgelaufen sind. Die Höhle ist aber auf jeden Fall recht groß. Ebene. Oh, 47, leck mich am Arsch. Kommst du überhaupt nicht weiter runter, oder wie, oder was? Ja, ich habe ja gerade erstmal das ganze Zeug mal geschmolzen und dann noch... Dann noch hier mal erkundet, was hier noch so ist. Oh, oh. Was das hier so ist. Oh. Alter, Enderman. Ich will nicht sterben. Muss man sich eigentlich einen Bogen selber bauen oder kann man den auch von so einem Zombie abklauen, von so einem Viehskelett klauen? Kannst du auch. Ich krieg aber irgendwie keinen. Wie baut man den denn? Drei Fäden und dann ein Stock. Also du quasi. Drei Fäden und drei Holz. Stimmt. Nee, drei Holz? Ja. In so einem Dreieck. Stimmt, drei Holz und ein Faden, oder nicht? Drei Holz und drei Fäden, meine ich. Kann auch sein. Ups. Stimmt, drei Holz aneinander, ne? So. Hier war ein Landschaftsgärtner. Ja, so ein Dreieck. Ja, drei Holz und einen Faden, dann baue ich eine Angel. Drei Holz und. Oder nicht? Drei Holz und zwei Faden ist eine Angel. Ach man, hier ist wieder nix, ist so zum Kotzen. Oder Mann, wo geht's hier denn neu hin? Da sind mehrere Landschaftsgärtner unten. Aha, hier geht's weiter. Top. Sehe ich schon wieder einen Zombie mit einer Lederrüstung, da könnte ich schon wieder kratzen. Alter, drei Creeper direkt um der Ecke. Ja, und kommt noch ein Skelett auch noch, oder was? Ja klar, das ist immer noch die Krönung. Ja, dann geh doch weg, du Affenhorst, ey. Wenn man Zeugs findet, was so dieses Moos dran hat. Warte mal, ich baue mir jetzt erstmal einen Bogen. Du meinst, dieses Moos, diese Steine. Moosbewachsenen Steine. Ist das dann ein Indiz dafür, dass da ein Spawner irgendwo in der Nähe ist? Muss nicht, kann aber. Ja. So, Bogen. Guck mal. 1, 2, 3. Ach, ich habe eh keine. Scheiße, das nützt mir nichts. Ich habe keine Pfeile. Ja, vor der Tür ist ein Mongo und meine Items. Da ist noch ein Kacker. Kommt doch her, ihr Kacker, ey. Kommt der Mongo mit seiner Lederrüstung jetzt oder was? Ja, komm doch her, du Kacker, ey. Ja, es ist echt drei Stück, das ist schon ein bisschen. Das ist mir ein bisschen zu viel eigentlich schon.
Drei auf einmal ist ein bisschen viel, finde ich. Ja, eben, drei Drecksskelette und ein Creeper.